Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche können wir auch abseits des Ukraine-Kriegs einen erfreulichen Blick in die Welt werfen. In den USA ist die Silicon Valley Bank pleite gegangen. Und das hat nicht nur im amerikanischen, sondern auch im europäischen Bankensektor für wirklich gute Stimmung gesorgt. In Prag haben zigtausende Tschechen gegen die Megateuerung und gegen die Russland-Sanktionen demonstriert und wurden deshalb von der Regierung allesamt als prorussische Extremisten diffamiert. Das kommt einem irgendwie bekannt vor, gell? In Paris wiederum ist es neuerlich zu Massenprotesten gekommen, weil die Regierung das Pensionsalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen will. Und das geht natürlich gar nicht. Bei den Regionalwahlen in den Niederlanden hat die Bauern- und Bürgerbewegung einen Erdrutschsieg gefeiert und ist bei ihren ersten Antreten mit mehr als 19% gleich stärkste Kraft geworden. Die bisherige Regierungspartei von Ministerpräsident Mark Rutte, die mit ihren Plänen für drastische Umweltauflagen seit Monaten für wütende Proteste der Bauern sorgt, hat lediglich 12,8% der Stimmen erreicht. In Deutschland steuert der allseits anerkannte Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit seinen Aussagen zur Corona-Impfung einen politischen Selbstmord auf Raten an. In Brüssel hat eine linksgrüne Mehrheit im EU-Parlament beschlossen, dass bis 2030 alle Wohnhäuser in der EU thermisch saniert werden müssen, koste es, was es wolle. Und im Operettenstaat an der Donau galoppiert die Inflation zweistellig weiter. Während gerade bekannt geworden ist, dass der Stromkonzern Verbund seinen Gewinn 2022 verdoppelt hat, wissen immer mehr Menschen nicht, wie sie das tägliche Leben noch finanzieren sollen. Statt sich Tag und Nacht darum zu kümmern, wie man den Bürgern aus dieser unverschuldeten Misere heraushilft, also etwa endlich Schwachsinnigkeiten wie das Merit-Order-Prinzip außer Kraft zu setzen, um die Energiepreise zu senken, sind die Regierungsparteien und die größte Oppositionspartei mit sich selber beschäftigt und streiten fröhlich in den Tag hinein. Nachdem sich Karl Nehammer in seiner Kanzlerrede gleich von mehreren grünen Kernforderungen, etwa beim Klimaschutz, distanziert hatte, zeigt sich der grüne Koalitionspartner entrüstet und bezeichnet die Nehammer-Rede rückgewandt. Und ein bisschen hat man den Eindruck, er blickt nicht freudig und hoffnungsvoll in die Zukunft, sondern hat eher einen Tunnelblick. Gut, bei dem Koalitionspartner und dem rigiden Religionsprogramm der Ökosekte kann man schon einmal depressiv werden. Und weil die Grünen selber schon bemerkt haben, dass ihr Antispaß- und Verbotsprogramm immer mehr Menschen mieselsüchtig macht, wollen sie nun mit einer genialen Positivkampagne wieder für ihre Anliegen werben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir starten die Mission Klimaglück. Hoffnung naht, liebe Brüder und Schwestern. Werner Kogler und seine Grüninnen starten die Mission Klimaglück. Und Mission Klimaglück heißt für uns, dass wir genau in diesen schwierigen Zeiten auch Mut geben können, Hoffnung geben können und Zuversicht. Ob der Vizekanzler mit diesem Auftritt schon für seine zweite Karriere als Kabarettist übt, ist nicht bekannt. Möglicherweise ja dann im Doppel mit seinem deutschen Pendant, dem grünen Vizekanzler Robert Habeck, im Zivilberuf Kinderbuchautor. Der Herr Habeck ist jetzt mit dem Flugzeug nach Brasilien gereist und hat dort ein Dorf im Amazonasgebiet besucht, um sich zu informieren, wie er den Regenwald retten könnte. Der deutsche Vizekanzler hat sich bei den Eingeborenen dann äußerst einfühlsam benommen und mit ihnen gesprochen, wie wenn sie Kleinkinder oder geistig zurückgeblieben wären. Er hat sich bei den Dorfbewohnern in Kriegsbemalung als Häuptling eines anderen Landes vorgestellt und ihnen dann das Märchen erzählt, dass in Deutschland vor 1000 Jahren alle Bäume gefällt worden seien. Also so aus dem Zusammenhang gerissen, hört sich Roberts Regenwaldauftritt natürlich an wie die rassistische Entgleisung eines rechten weißen Mannes. Aber zusammen mit unserem grünen Werner und der Quote wegen vielleicht noch mit Annalena sehe ich schon neue Sterne am Kabaretthimmel aufgehen. Aber zurück zur harten österreichischen Realität, wo nicht nur die Regierung, sondern natürlich auch die größte Oppositionspartei, die SPÖ, fieberhaft daran arbeitet, den Menschen zu helfen, die sich das normale Leben nicht mehr leisten können. Damit sie sich darum noch besser kümmern können, wollen die österreichischen Sozialdemokraten zunächst einmal prüfen, wer von ihnen überhaupt am besten geeignet ist, diese Hilfsaktion für die kleinen Leute künftig zu koordinieren.
wie sehr die SPÖ-Politiker die Sorgen der kleinen Leute im Visier und im Gespür haben, zeigt sich ja längst nicht nur in Österreich, sondern auch im EU-Parlament. Dort haben die roten Abgeordneten gemeinsam mit ihren linken Freunden bei Grün und Neos und natürlich mit ihrem bei der ÖVP-Fraktion eingeschleusten trojanischen Pferd namens Ottmar Karas zuletzt nicht nur für das Aus von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 gestimmt, sondern in dieser Woche in derselben Konstellation auch einen Anschlag auf alle Hausbesitzer in der EU beschlossen. Durch die Verschärfung der Sanierungsrichtlinie sollen demnach bis 2030, also in knapp 8 Jahren, alle Wohngebäude thermisch saniert werden. Allein in Österreich sind davon 300.000 Häuser betroffen, die teuer umgebaut werden müssten, selbstverständlich auf Kosten ihrer Eigentümer. Ob und wie die sich das leisten können, ist den Menschenfreunden im EU-Parlament egal. Ebenso, dass Kritiker den Zeitplan für diese Zwangssanierung für völlig absurd und nicht umsetzbar halten. Mit der Mission Klimaglück wird das schon zu schaffen sein. Und wenn es sich nicht ausgeht, können die unverantwortlichen Politiker in ein paar Jahren immer noch das Gegenteil von dem behaupten, was sie heute gesagt und beschlossen haben. Wie das geht, hat doch die Corona-Krise so schön gezeigt. Ganze Heerscharen von Politikern, die monatelang Lockdowns, Schulschließungen und andere Zwangsmaßnahmen beschlossen haben und weite Teile der Bevölkerung mit Druck und falschen Versprechungen in eine unsichere Impfung getrieben haben, die angeblich vor Ansteckung schützt und keinerlei Nebenwirkungen hat, können sich jetzt plötzlich an nichts mehr erinnern. Am unverschämtesten lügt auch jetzt wieder der deutsche Gesundheitsminister direkt in die Fernsehkameras. Der Verhaltensoriginelle Karl Lauterbach, der auch im TV mehrfach versichert hatte, dass die Impfung völlig nebenwirkungsfrei sei, versucht das jetzt im ZDF zu leugnen. Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Ja, unter dieser heimtückischen Art von Corona-Alzheimer leiden auch viele Politiker in Österreich und können sich jetzt nicht mehr erinnern. So hat etwa SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im ZIP2-Studio gerade erst auf die Frage, ob die Impfpflicht ein Fehler war, geantwortet: Mit dem heutigen Kenntnisstand würde niemand zustimmen. Aber damals habe man es nicht besser gewusst. Eine Ausrede, mit der sich jetzt etwa auch die niederösterreichische Landeshauptfrau, der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und viele andere Politiker aus der Verantwortung stehlen wollen. Allein, es bleibt eine billige Ausrede und entspricht eben nicht der Wahrheit. Vor einem Jahr haben es Hunderttausende Österreicher besser gewusst und unzählige renommierte Experten haben lange davor gewarnt. Aber ich bin überzeugt, dass seriöse Faktenchecker auch diese kleinen Notlügen bald aufdecken werden. Gell?